Hallo, ihr Quirlinge, Schicksalsbinder, Dringil, Isteletianskreuzung, immer mal wieder und auch immer noch. Und wir haben jetzt was zu tun an neuen Schauplätzen und haben aber vorher noch einmal kurz durch Letians Kreuzung zu schauen. Denn so wie sich Eldian ausgedrückt hat, sollen wir hier nochmal nach Nebenquesten suchen. Er hatte gesagt, wenn ihr jemandem in Letians Kreuzung helfen könnt, dann helft ihm doch bitte. Und das sind für mich Nebenquesten. Also, gucken wir nochmal rum. Helena will nur handeln. Das interessiert mich gerade nicht so sehr. Tja, ist das jetzt interessant für euch, wenn wir nochmal hier langlaufen überall? Wir versuchen es mal schnell zu machen. Irgendeiner Weise. Ach, Dea. Oh, die steht da. Ah. Da haben wir schon was. Dea, Schicksalsbinder, ruft Dea dir zu. Ich brauche deine Hilfe. Es ist schrecklich. Ihre Stimme bricht und sie wischt sich mit der Hand über die Augen. Meine Frau ist tot. Wieder was? Sie legt das Gesicht in die Hände und schluchzt. Die arme Phaedra. Sie blickt wieder auf mit einer wilden Leidenschaft in den Augen. Sie wurde von der bronzenen Bruderschaft getötet. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Ich verlange die Gerechtigkeit eines Schicksalsbinders. Oh. Aha. Okay. Wissen 53, gestern wirktest du nicht sonderlich glücklich, sie um dich zu haben. War das so? Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber wenn Dringir den Eindruck hatte und das deswegen sagen kann, vielleicht hat sie sie ja selber um die Ecke gebracht und schiebt Sabons und Mutterschaft in die Schuhe. Also Phaedra, die andere jedenfalls, die war sehr in Dea vernarrt, aber ob das jetzt auch andersrum der Fall war? Also Wissen 53, gestern wirktest du nicht sonderlich glücklich, sie um dich zu haben. Du glaubst, du würdest wissen, was ich fühle? Nur weil ich sie nicht wie ein Schulmädchen umschwärme, liebe ich sie nicht? Weil ich nicht lächle und mit den Wimpern flattere, wenn sie spricht, bin ich unglücklich? Wie kannst du es wagen? Sie legt sich eine Hand über die Augen und schluchzt. Ja, sehr theatralisch. Ich kann herausfinden, wer sie umgebracht hat, aber woher weißt du, dass es die Bruderschaft war? Die Kette. Sie fasst sich an den Hals und fährt sich mit den Fingerspitzen über die nackte Haut. Sie trug die Halskette, die ich ihr geschenkt hatte, als er... Sie bricht in Tränen aus. Es war ein jüngerer Mann. Ihre Stimme zittert und schluchzt. Sandro, flüstert sie mit leiser Stimme. Er hat sie totgeschlagen und die Kette gestohlen. Ich war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht rühren. Ich habe einfach zugesehen. Neue Tränen schießen ihr in die Augen. Wissen 29. Falsches Zeugnis abzulegen kann zu noch mehr Morden führen. Bist du dir sicher, dass es Sandro war und nicht irgendein anderer Bruderschaftssöldner? Natürlich bin ich mir sicher. Ich würde Sandro überall erkennen. Der wütende Unterton in ihrer Stimme wird deutlicher. Er und Phaedra waren früher mal befreundet. Sie hatten aufgrund einer trivialen Angelegenheit vor Jahren ein Zerwürfnis. Er muss deswegen immer noch wütend sein. Ich glaube, er hat sich die Halskette als Andenken mitgenommen. Du weißt ja, wie die Söldnerschurken sind. Ich werde zurückkommen, wenn ich Sandro gefunden habe. Töte Sandro und bitte, bring mir die Kette zurück. Der Gedanke, dass diese Verbrecher sie verkaufen. Sie legt den Kopf in die Hände und schluchzt. Du darfst nicht zulassen, dass er ungestraft davonkommt. Das Versteck der Bruderschaft liegt irgendwo in Zwillingsfluss. Töte ihn und schenke mir ein wenig Frieden. Das gibt eine neue Queste, die Rache einer Witwe. Oh, auf Anhieb richtig geklickt, zum ersten Mal im Let's Play. Huhu! Ist eine Queste der Kategorie Letians Kreuzung. Ja, machen wir. Noch was? Wir gehen hier mal rein, wenn wir können, weil da vielleicht irgendwas noch zu sehen ist am potenziellen Tatort. Dringir, schau mal. Oh, gut, jetzt. Eiserner Stachelhelm. Ach komm, jetzt nehmen wir alles mit hier. Vielleicht hat sie alles was mit der Mord zu tun. Kann ja sein. Der Mord tat natürlich. So, raus mit euch, Ladies. Das war also die erste Nebenqueste. Es gibt bestimmt noch eine weitere. Wie sieht's denn in der Schmiede aus? Oder Biotus?
Oh, nee. Ist hier irgendwas am Gehen und Gedeihen, was ich wissen sollte? Nein. Lohara sagt, Zedenya ist als Kriegerin ebenso fähig wie als Schmiedin. Ich kann mir nur vorstellen, dass ihre Zurückhaltung bei Retumon im Geisterbann und dem Wohle der Bevölkerung von Letians Kreuzung begründet liegt. Wie kann ich helfen? Eldian erwähnte, dass du etwas Hilfe brauchen könntest. Genau genommen ja. Dieser Ziegenficker Retumon hat aus der Siedlung wirklich ein Durcheinander gemacht. Er hat sich nicht nur das Oberhaupt unseres Ordens geschnappt, sondern auch noch mehrere meiner Arbeiter hier in der Esse getötet. Sie donnerten ihre Faust auf einen Tisch neben ihr, was mehrere Metallbearbeitungswerkzeuge in die Luft fliegen lässt. So sehr ich diesen Bastard auch gern persönlich aufspüren würde, meine Pflicht gebietet mir, hier zu bleiben und unsere Verpflichtungen den Armeen gegenüber zu erfüllen. Ich wollte schon einige meiner Leute losschicken, um sich um ein paar Probleme zu kümmern, aber jetzt sind wir kaum noch genug, um dafür zu sorgen, dass diese Feuer nicht ausgehen. Wenn du die Zeit dafür hast, so könnte ich wirklich deine Hilfe wegen einer verschwundenen Lieferung gebrauchen. Erzähl mal von der verschwundenen Lieferung. Sie hebt eine Augenbraue. Unsere letzte Eisenlieferung war zu leicht. Die bronzene Bruderschaft überfällt seit Jahren Karawanen der Eisengebundenen. Und obwohl das Erz nutzlos für sie ist, greifen sie unsere Träger an, nur um uns zu ärgern. Sie verzieht das Gesicht. Ich sollte das wohl nicht erwähnen, aber wenn du mir helfen wirst, hast du es verdient, alles zu erfahren. In dieser Lieferung waren einige äußerst wichtige Waffen versteckt, die an uns zurückgeschickt wurden. Wir müssen sie reparieren und zurück zu den Soldaten bringen. Ich nehme an, dass es ihnen gereicht hat, unsere Träger zu töten und ihre Rationen zu stehlen. Sie hätten keinen Grund, einen Haufen Steine in ihr Lager zu schleppen. Außerdem glaube ich nicht, dass sie wussten, dass die Waffen dort waren. Zumindest hoffe ich das. Sie kratzt sich nachdenklich am Unterkiefer. Unser Mann wollte durch die dichten Wälder des abtrünnigen Sumpfs reisen. Wir kennen seinen genauen Reiseweg nicht, da unsere Träger unterwegs häufig improvisieren, um Aufeinandertreffen mit Banditen zu vermeiden. Ich weiß, dass dir das kaum weiterhilft. Es tut mir leid. Ich weiß von einem Ort im abtrünnigen Sumpf, wo die Bruderschaft aktiv ist. Dieser Startpunkt ist so gut wie jeder andere. Es ist plausibel, dass der Träger dort durchgekommen ist. Wie wollt ihr die Armeen versorgen, da jetzt weniger Eisengebundene zugegen sind? Einfach ist es nicht. Das kann ich dir versichern. Selbst wenn man uns nochmal so viele Leute gäbe, die Aufgabe wäre trotzdem gigantisch. Wir finden nicht so leicht neue Mitglieder für unsere Gilde. Unser Handwerk ist mühsam und nur wenige eignen sich dafür. Bei uns herrscht leider chronischer Lehrlingsmangel. Wer uns beitritt, bekommt es immer noch mit vielen Risiken zu tun. Unser Auswahlprozess ist gelinde gesagt anspruchsvoll. Zum Erreichen der Perfektion verbinden wir unser physisches Wesen mit Hammer und Flamme, aber dies ist für Undisziplinierte häufig mit körperlichem Schaden verbunden. Schon viele übereifrige Lehrlinge haben versucht, mich zu beeindrucken. Sie schlugen auf das heiße Metall ein, bis ihnen die Herzen platzten. Lohara scheint die Erinnerung nicht zu bewegen. Ihr Mund ist wie ein dünner Strich. Die Wahrheit ist, dass es die Leichtsinnigen niemals schaffen werden. Je früher sie das herausfinden, desto besser. Dennoch, ihre Seltenheit macht sie wichtig. Selbst die Lehrlinge, die einen mit ihrer Dummheit beschämen. Sie seufzt und fährt nur widerwillig fort. Schicksalsbinder, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Vielleicht? Einer meiner jüngeren Lehrlinge, Garrick, hat sich zu weit von der Esse entfernt. Ich weiß, dass Männer in seinem Alter eine gewisse Rastlosigkeit empfinden, aber er hätte wissen müssen, dass wir aus gutem Grund in der Nähe der Esse bleiben müssen. Garrick war während eines Überfalls der bronzenen Bruderschaft unterwegs und ist nicht zurückgekehrt. Ich fürchte, dass er tot ist, aber ich würde mich freuen, wenn jemand die bronzene Bruderschaft ausspionieren könnte, um zu sehen, ob sie ihn gefangen halten und ihn natürlich rettet, wenn er noch lebt. Und wenn er tot ist, ihr Blick fällt zu Boden. Wenn er tot ist, bring mir seine Werkzeuge, damit sein Meister sie erhalten kann. Garrick erwähnte, gehört zu haben, dass der Bruderschaft seltenes und exotisches Material aus den Altmauern in die Hände gefallen sei. Ich fürchte, das könnte ihn dazu inspiriert haben, einen vermeintlichen Eingang in die Altmauern zu suchen, der sich an Hafens nordöstlicher Grenze im Zwillingsflussgebiet befinden soll. Dort ist angeblich die Bruderschaft aktiv. Wenn du von solchen Lagern in diesem Gebiet erfährst, dann solltest du dort mit deiner Suche beginnen. Ich weiß von einem Bruderschaftslager bei Zwillingsfluss, das sagen wir gerade ein zweites Mal, aber okay. Sehr gut. Er ist mit Gewissheit dorthin gegangen. Sie schüttelt den Kopf. Die Sorglosigkeit der Jugend. Hat er etwa erwartet, dass ihm die Geister bei seiner Suche helfen? Ja, vielleicht. Das gibt noch eine weitere Queste, nämlich einmal die verschwundene Lieferung
Suche nach der verschwundenen Lieferung und der verschwundene Lehrling. Stimmt's? Nein! Niemand bleibt zurück, heißt die Queste. Durchsuche Zwillingsfluss. Auch das sind Queste in der Kategorie Letianskreuzung. Ah ja, da kann man viel questen. Und Level-Ups verdienen. Sehr schön. So, mehr haben wir hier nicht. Raus. Dann ist hier wahrscheinlich nicht mehr viel. Ob es hier was Neues gibt in den Häusern nach dem Überfall? Wahrscheinlich nicht. Ach ja, wollte ich euch lassen. Das war irgendwelches... irgendwelche Nahrungsmittel. Ja, das machen wir nicht. Raus. Raus. Dann gehen wir unten einmal rüber ins Sonnenuntergangsviertel, oder wie das heißt. Und dann oben nochmal zurück ins Mondviertel. Oh, noch einer. Kallion. Sei gegrüßt, Schicksalsbinder. Wie ich höre, hast du uns geholfen, als die Bruderschaft angegriffen hat. Da sich die Lage nun wieder beruhigt hat, wollte ich dich fragen, ob du mir bei etwas behilflich sein könntest. Meine Schwester Kalea ist verschwunden, als die Bruderschaft aufgetaucht ist, und ich habe sie seitdem nicht gesehen. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass es Letians Kreuzung besser ergehen würde, wenn die bronzene Bruderschaft die Kontrolle hätte. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie wollte nicht hören. Wie ich sie kenne, hat sie vermutlich nach einem Weg gesucht, der Bruderschaft beizutreten, sobald diese hier ankam. Es heißt, sie waren auf dem Weg zum abtrünnigen Sumpf, als sie davongelaufen ist. Suchst du nach ihr? Ich kann es selbst nicht tun. Ich bin kein Kämpfer und eigne mich nicht für die Konfrontation. Natürlich, ich versuche etwas herauszufinden. Sie bedeutet mir alles und ich bin krank vor Sorge. Seine Miene verdüstert sich wieder, doch dieses Mal liegt auch ein leichter Schatten der Hoffnung darin. Und nächste Queste, blinder Ehrgeiz. Durchsuche den abtrünnigen Sumpf nach Kalea. Ja, machen wir. War hier, ah ja, da war was. Wir flöhen in üblicher Gewirrplay-Manier nochmal alles durch. Oh, jetzt ist er ja draußen. Naja, also wer draußen ist, der braucht auch keine Nahrungsmittel drinnen. Zumal hier auf dem Tisch noch viel liegt. Und seine Schwester ist ja auch nicht mehr da. Also er hat einen Mitesser weniger. Und deswegen wandern Käse, Bronze, Barren und Schriftrolle jetzt ins Schicksalsbinder-Inventar. Und raus. Und die Lady hier hatte bisher nie irgendwas mit uns zu schaffen. Ist das jetzt anders? Nee, sie sagt immer einen guten Tag. Naja. Guten Tag. Hier oben. Wir gucken natürlich auch nochmal ins Freudenhaus, völlig klar. Ach, hier ist ja schon... Gut, Erdgeschoss müssen wir noch machen, richtig. Hier war doch noch irgendwo eine Butze. Oder? Nee. Nee, offenbar nicht. Okay, jetzt sind wir hier oben und kommen nicht runter, richtig? Das ist doof. Ach doch, hier. Da ist was. Ah, hier, Moment. Gibt's für euch was Neues? Nur zwei Siedler. Drei Siedler. Hatten wir hier schon reingeschaut, was ihr alles habt? Oh, ein schöner Bogen! Ja, waren wir noch nicht, oder? Also, auf die leichten Lederschiffe... Ja, wobei, die sind ausgezeichnet. Die sind nicht... Tut mir leid, das wird konfisziert im Namen Kyros, weil wir es gebrauchen können. Also, gucken wir mal. Wir haben jetzt ein paar leichte Lederstiefel. Die kann bestimmt jemand haben und hier den Bogen auch. Was ist das hier? Ein in den Stufen geschmiedeter bronzener Großspeer. Das Ding ist zweihändig, werden wir nicht brauchen. Dringil, du hast ja deinen besonderen Bogen, den lassen wir dir mal. Wie sieht es denn mit dir hier aus? Du hast doch was ganz Übles. Du hast einen Stufenvolk Steifbogen. Und dann ist der hier sehr, sehr, sehr viel besser. Barrick wird nicht im Fernkampf kämpfen und du wirst singen.
Ja gut, man kann ihn dir geben, aber das wirst du nicht benutzen. Dann hätten wir hier noch ein paar leichte Lederstiefel. Was hast du da? Du hast blutgetränkte Stiefel, die sind gut und die hier sind besser. Wobei, du hast hier die Fähigkeit metzelnd. Plus 25% Trefferpräzision bei Zielen unter 35% Gesundheit. Das lassen wir auf alle Fälle. Der müsste auch um einiges teurer sein. Hier der Schuh, ja, 6,30 und hier... Nee, sind gleich gut. Dann, du hast aber garantiert was Schlechteres. Du hast nur gute Schuhe. Dann kriegst du jetzt die besseren. Das Bessere ist der Feind des Guten. Hier können wir nichts dir anziehen. Und was hast du für komische Schnürschuhe? Du hast einfache Stoffschuhe. Ich habe sprich nichts dagegen, dir Lederschuhe anzuziehen. Dann wirst du minimal langsamer. Aber trotzdem, du brauchst festes Schuhwerk. Die Dinger gehen weg. Dankeschön. Halt. Alle raus jetzt. So, check. Wo ist noch irgendwo was? Das ist ein Siedler. Das ist der, ja, da waren wir. Hier unten noch zu den Händlern und nochmal drüben ins Erdgeschoss zu diesem Etablissement, in dem hoffentlich noch alle Angestellten am Leben sind. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Hier unten ist dann irgendwie nichts mehr passiert, richtig? Nee, dann müssen wir jetzt hier rüber über die Brücke. Oder haben wir unten noch was? Na, geht mal dahin. Da ist noch was und da. Achso, Frage. Hier kamen wir ja raus, da war ja Eldian. Blöde Frage, was ist das hier? Ach, die Sternsymbole sind Händler. Aber der Händler hat ein Sternsymbol. Carmelita auch, erstaunlicherweise. Ach, wäre Carmelita vielleicht die Händlerin? Nee, wäre sie nicht. Nee, vergiss es. Der Gedanke kann nicht sein. Okay, wir gucken da noch rein. In Sirins Heiligtum, Eldians Haus, haben wir ja gesehen. Aber ist hier bei Sirin was Neues? Nö. Dann gleich wieder raus. Über die Brücke, dann haben wir hier ein paar Händler. Die sind vielleicht auch gesprächig. Nein. Nee. Hahiant. Nichts Neues. Dann hier, wo die roten Fähnchen, Wimpel, wie nennt man das? Naja, wo es halt rot ist. Gibt's hier was zu tun? Also hier hätte ich sehr gerne Nebenquesten. Willkommen zurück, Schicksalsbilder. Vielen Dank, dass du uns wieder mit deiner Gegenwart beehrst. Aber nein, da ist nichts. Und ich glaube, wenn sie uns nichts erzählt, dann haben die hier auch alle nichts zu tun. Naja, nee, so. Schade eigentlich. Raus. Praxus. Du hast bestimmt auch nichts zu erzählen. Nein. Und dann sind wir einmal rum. Okay. Hier waren nur irgendwelche Siedler. Jupp. Dann einmal kurz speichern. Also wir haben jetzt 4 Ledians Kreuzungen Nebenquesten eingesammelt. Das sind dann wohl alle. Und
auf der Überlandkarte würde ich ganz gern... Ach ja, wir müssen hier Richtung Zwillingsfluss bzw. Richtung abtrünnigen Sumpf. Ja, ja. Andererseits werde ich Helden jetzt nochmal Richtung Turm des Berges schicken. Und zwar weniger aus rollenspielerischen, eher aus spielmechanischen Gründen. Warum seht ihr gleich? Oh, Hinterhalt. Deine Reise wird durch das wilde Heulen eines jagenden Tiermenschenrudels unterbrochen. Ihre Anführerin ist ein beeindruckendes Exemplar. Ihre Mähne schwarz wie die Nacht und ihr Körper von Kampfnarben übersät. Auch die haarigen Zitzen? Ganz bestimmt. Tötet im Schatten heißt sie und gehört zu welcher Fraktion? Zu ihrer eigenen oder was? Naja, vor dir türmt sich eine massige, pelzige Kreatur auf und schnüffelt mit ihrer kurzen, schwarzen Schnauze in die Luft. Kenne diesen Geruch. Gestank von Blut, Schweiß, Kampf, Eisen und Tod. Riecht wie Alpha, riecht nach Stärke, aber ist Männchen. Die Tierfrau neigt ihren Kopf auf die Seite. Ihre Augen, die so rot wie frisches Blut sind, leuchten neugierig auf. Mit diesen Augen tastet sie seinen Körper von oben bis unten ab, bis sie sich schließlich vor plötzlicher Erregung verdunkeln. Sie schaut dich an wie ein Raubtier seine Beute. Habe Geruch, Spur von Mensch verfolgt. Bin bei Jagd auf Mensch, genannt Schicksalsbinder. Mehr als 5 Nächte durch Gebiet von Stamm und Mensch im Stufenland gestreift. Jagd auf Mensch, der Horizontfels, genannt Turm des Berges, erweckte. Habe gejagt, heiß, hoch, kalt, niedrig, nass, trocken. Weit gelaufen, bis Pfoten bluteten. Aber Mensch, der roch wie Alpha-Tierfrau, immer ausgewichen. Musste ohne Pause schnell, schnell, rasch durch Schatten schleichen, um köstliche Beute endlich zu fangen. Sie umspielt ihre scharfen, verfärbten Reißzähne mit ihrer Zunge und knurrt zufrieden. Wissen 49. Deine Feldzeichnung. Du musst vom Schattenjägerstamm sein. Na, das ist eine eigene Fraktion. Interessant. Schicksalsbitter kennt Stämme von Tierfrauen. Seltsamer Mensch. Männchen, das nach Alpha riecht und Schattenjägerstamm kennt. Bester Stamm. Verlorener Stamm von Tötet im Schatten. Ihre Augen fixieren dich begierig, wie ein Wolf, der einen Hasen gefunden hat. Was mache ich jetzt? Tötet im Schatten ins Gesicht schlagen. Das wäre bei jeder anderen Fraktion ein grober Affront. Außer vielleicht bei den scharlachroten Korn. Aber hier, bei diesen Tiermenschen? Sie jagt uns. Warum ist nicht klar. Amüsant, aber ich habe keine Zeit für Tiere und ihre albernen Scherze. Das werde ich auf keinen Fall sagen. Stell dich ordentlich vor, bevor ich die Geduld verliere. Das ist ihr wahrscheinlich auch nicht recht. Hey, ich bin nicht auf der Suche nach Streit. Ich möchte noch meinen Weg fortsetzen. Irgendwie aus Bauchgefühl, es kann es komplett in die Hose gehen. Aber aus Bauchgefühl würde ich sagen, tötet im Schatten ins Gesicht schlagen. Vielleicht beeindruckt sie das ja. Als sich die Tierfrau zu voller Größe aufrichtet, zeigt sich dir ein beeindruckendes Muskelspiel. Sie überragt dich um mehrere Köpfe. Fast 2,5 Meter wilde, rohe Kraft. Ihr Fell ist verfilzt und vernarbt. Sie spuckt dir einen Klumpen Blut und Schleim vor die Füße. Werde töten, werde Gurgel herausreißen, werde schlagen, drehen, reißen und zerfleischen. Das war offenbar nicht so gut. Was? Ach, Jemine. Barik, wir brauchen ganz dringend jemanden. Der tanken kann. Und das ist nicht Lyra. Lyra geht da weg und fängt sich eine ein. Das ist irgendwie logisch, aber so ist es normal. Und du gehst auch ein bisschen weg. Jetzt, bitte. So. Die scheinen nicht so stark zu sein.
Aber was weiß ich schon? Zakir? Nee, den machst du mal lieber nicht, Lyra. Du greifst mal lieber direkt mit der Pfählung an im Nahkampf. Ich brauche einen zweiten da noch. Ja, die ist ja fast weg. So, Dringil, du machst ja extra Schaden gegen welche, die wenig Leben haben, also Attacke. Und Lyra steht da ganz ordentlich, hat die Pfählung nicht gemacht. Macht sie hier. Du singst was Schönes, ja. Mach mal weiter damit. So, Barik, das da ist deiner. Sirin, komm ihm entgegen. Fang dir eine ein wegen Absatzangriff, das ist in Ordnung. Das kalkuliere ich ein. Hat ja ein Problem mit, ne? Oh, der hat Elektro und, oh, der hat für jedes Elementarzeug hat der Rüstung, außer für reine arkane Kraft. Na gut, dann mach mal das da dort bei dem. Ja, Kampfbindung lösen. Sirin, sehr gut. Geh dahin. Sirin, hörst du mir zu? Siri, was ist dein Problem? Erzähl mal. Kommst du da nicht durch? Ach, du bist verwurzelt. Alles klar. Naja, dann mach's halt nicht. Dann kannst du zaubern. Du kannst zaubern. Mach doch mal da. Ärger. Genau da. Und Dringi schießt einfach mit dem Bogen auf den, weil der auch schon wieder relativ wenig HP hat. Was ist denn das? Was ist das? Das bin ich nicht. Oh. Was ist denn das? Ah, Tierfrau Müßiggrin aktiviert, Erde ruft Himmel. Verstehe, nicht gut. Das hat Lyra nicht überlebt. Das ist ebenfalls nicht gut. Jetzt 2:3, aber ich glaube, wir sind gleich soweit. Kannst du bitte mal Schmetterschaden zerrüttet oder? Mach ja mal Schmetterschaden. Jetzt auf alle. Sag mal, Sirin, warum sage ich eigentlich, dass du Schmetterschaden machen sollst? Hast du es gemacht? Du streifst. Toll. Sirin, du kannst nicht gut tanken. Denke dran. Aber du kannst, solange du dort stehst, Barik mal heilen. Der unbedingt mal... Hau da drauf, Dringi. Kannst du bitte mal diesen Typen hier umschießen? So. Oh, zwei weg. Barik ein weg und Winkel ein weg. Dann alle jetzt hier angreifen. Kommt schon. Gut. Wow. Oh. Übel zugerichtet und blutüberströmt fällt die Tierfrau auf alle Viere. Sie kauert tief und schleift mit dem Bauch im Schmutz, während sie den Kopf als Zeichen der Unterwerfung einzieht. Ergib dich oder stirb. Naja, wir wollen ja Tiermenschen auch rekrutieren für unsere wachsende Schar. Ob sie sich ergibt, weiß ich nicht. Wobei... Also eigentlich, Tiere kämpfen in der Regel nicht auf Leben und Tod. Gerade so Tiere mit so Rudel- und Hierarchiestruktur.
Insofern, wenn das jetzt hier vernünftig geskriptet ist, müsste ich eigentlich nicht sagen, ergib dich oder stirb, bei ihr jetzt ein Ergeben provozieren. Ergib dich oder stirb. Furcht. Ergib oder werfe mich. Tötet im Schatten. Ergibt sich Schicksalsbinder. Mhm. Warum hast du mich aufgespürt? Warum stellst du dich mir in den Weg? Kenne Schicksalsbinder, genannten Menschen. Kyros vermehrt Worte auf Papier. Schicksalsbinder bindet Worte an Erde und Himmel. Macht Boden beben. Lässt Nacht Blut und Feuer weinen. Was sollte eine Tierfrau schon über Tunons Schicksalsbinder wissen? Mensch ist nicht erster Schicksalsbinder, tötet im Schatten, hat gejagt. Sie schnauft köstlich amüsiert. Stämme von Kyros fürchten Schicksalsbinder. Menschenalpha beanspruchte Horizontfels, genannt Turm und Archonten. Töteten Schicksalsbinder nicht. Archonten rollten sich herum und winselten begehrlich. Und? Worauf willst du hinaus, Tierfrau? Kyros jagt Menschenreiche bis zum Aussterben, beherrscht Stamm mit Blut und Zerstörung, Hunger und Tod, will Tierfrauen wie Beute abschlachten. Aber Tierfrauen sind keine Beute, sind keine flatterhaften, schwachsinnigen Menschen. Tötet im Schatten, spuckt einen gelbbraunen Schleimklumpen auf den Boden. Tierfrauen sind wilde Jägerinnen, geboren um zu kämpfen, töten, brunsten, wie Schicksalsbinder, der wie Alpha riecht. Starke töten immer Schwache, dann werden schwach und werden getötet. Ist Wanderung des Lebens, aber tötet im Schatten, ist jetzt nicht schwach. Wird noch viele lange Jahreszeiten nicht schwach sein. Wird sich Schicksalsbinder anschließen und Kyros Stamm überleben. Du bist nicht mein Problem, also hau ab! Wenn du nicht mehr anschließen willst, dann aber nur als Beta. Tötet im Schatten ist nicht Beta, aber selbst Alphas unterwerfen sich willensstärkeren Primas. Viele Rudel bilden Stamm, diesen Gedanken Menschen nicht auch verstehen. Tierfrau wird Schicksalsbinder folgen, wird nicht dominieren. Es sei denn, Schicksalsbinder fängt an, schwach zu riechen. Sie berührt einen ihrer oberen Fangzähne mit der Zunge und öffnet die Lippen zu einem wilden Grinsen. Gut, aber behalte deine Nase bei dir. Die Tierfrau schnaubt und wendet sich ab, um zu ihrem Rudel zu sprechen. Tötet im Schatten, wird Steinwelpen nicht mehr schützen. Hetzt, rennt, flüchtet. Will euch nicht in Schatten lauern sehen, uns folgen. Stachelspalt führt jetzt Rudel. Ich verstehe kein Wort. Das Rudel zögert, worauf Tötet im Schatten ein tiefes, bedrohliches Knurren ausstößt. Werde nicht mögen, wenn Tötet im Schatten nochmal Steinköder sieht oder riecht. Ein Schüler der Persönlichkeit, Errungenschaft? Turm, diese Aktion steht im Kampf nicht zur Verfügung. Was? Welche Aktion? Hallo Lyra, wie geht's denn dir? Oh ja. Hier haben wir noch Beute irgendwo. Lyra, du bist mit dabei, ja? Also irgendwie ist sie jetzt zum Turm gelaufen oder was macht sie jetzt? Also hier tötet im Schatten. Ich weiß es nicht. Da haben wir ein paar Naturressourcen. Da oben auch. Naja, wir werden sie finden. Denn ich will ja ohnehin jetzt zurück zum Turm des Berges, um nochmal ein paar Sachen zu machen. Müll. Den kann man auch nicht reden und interagieren. Dann können wir die Karte nur sinnvoll verlassen. Die Tiermenschen haben die Hauptstraße aus dem Wald blockiert. Als erfahrene Jäger und Fährtensucher wissen die Tiermenschen, wie sie ihre Beute in die Ecke drängen. Das ist richtig. So, ich war auf dem Weg nach Turm des Berges. Bin ich auch immer noch. Sehr gut.
Und jetzt, wir haben zwei Tierfrauen hier. Das ist einmal ist Töte im Schatten, das andere ist dann die Tier-Menschen-Frau-Köchin, die wir zum letzten Mal hier angeheuert haben. Tatsächlich. Einsam-Reißzahn, die kennen wir noch nicht. Sag mal hallo. Einsam-Reißzahn, Schicksalsbinder, kehrt zurück und trägt Geruch von verängstigter Beute. Sie japst ein Lachen. Hat frisch getötet, ja? Na, quasi. Hast du etwas für mich? Ja, ja, wir zeigen, Mensch. Aha, sie gibt mir rohes Fleisch. Ich dachte, du kochst was. Und roh ist nicht gekocht. Aber gut. Wir können ja Carpaccio draus machen. So. Hallo. Die Tierfrau hockt mit gebeugtem Rücken und nach vorn geneigtem Gesicht auf ihren Hinterläufen, während sie akribisch die Zwischenräume der langen, schwieligen Finger ihrer Pfoten säubert. Mit ihrer lilafarbenen Zunge leckt sie Blut von ihren glänzenden Krallen. Als du dich näherst, schaut sie mit einer ruckartigen, erschrockenen Bewegung auf. Dies ist aber kein Zeichen der Angst. Nur Reaktion oder Instinkt. Nur die Bereitschaft zum Losschlagen. Schicksalsbinder will Tierfrau? Das kommt drauf an, wie du das meinst. Der Gestank eines ungewaschenen wilden Tiers, blutüberströmt und von der Schlacht gezeichnet, legt sich wie eine feuchte Decke über dich und du atmest durch deinen Mund, um dich nicht übergeben zu müssen. Okay, wir brauchen Sanitäreinrichtungen. Hattest du in letzter Zeit irgendwelche guten Jagden? Jep, gut. Und viel mehr als 5. Die Tierfrau öffnet ihre klauenbewehrte Pfote in der Luft und lässt sie zuschnappen. Ihre pechschwarzen Krallen schlagen plötzlich zu. Eine überdeutliche Erinnerung an ihre Kraft, an ihre Fähigkeit zu töten. Ach, das ist eine Gefährtin. Und die Errungenschaft, die wir gerade bekommen haben, ist die Errungenschaft, dass ich jetzt alle Gefährtinnen habe. Oh ja, du hast Loyalität. Ja, das ist eine Gefährtin. Das heißt, es ist ein Gefährtengespräch. Das kann ich jetzt aber nicht machen. Das dauert viel zu lange. Wartete tief in trüben Strom nahe geschmähten Lager hoch. Taps, taps, tapste im Schlamm von Ufer. Aber hinterließ keine Spuren. Kroch niedrig und leise zu Zelt. Witterte mit Zunge, fing Eisenhäute und zog sie zappelnd wie verletzte Hasen in kaltschwarze Tiefen von Fluss. Ich verstehe gar nichts. Sie grinst prahlerisch und voller Blutgier. Okay, vergiss es. Wir müssen mit ihr sprechen. Das wird eine sehr seltsame Unterhaltung, aber ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Dazu ist die Episode nicht lang genug. Oder schon viel zu langweilig natürlich. Mann. So. Der eigentliche Grund, warum ich hierher gekommen bin, ich wusste ja nichts von Tötet im Schatten, war, dass ich mit den Level-Ups, die wir hatten, in letzter Zeit, leider ist Rigi kurz davor, aber hier haben wir was, dass ich hier nochmal ein bisschen üben möchte. Und zwar, Dringil übt, nee, das ist ja Lyra. Lyra übt zwei Waffen parieren und ausweichen. Noch zwei Ringe übrig. Zwei Waffen und Barik übt Einhandwaffe parieren und auch ausweichen. Eigentlich. 1, 2, 3 und zwei übrig, die gehen natürlich bei ihm auf Parieren. Wegen Tank, beziehungsweise Tank. Und ja, das war eigentlich mein Ziel. Und denn wenn wir hier üben, gewinnt er ja auch an Erfahrung. Und steht somit dem Level 10 ist schon wieder relativ nah. Leider habe ich jetzt nichts, was Dringil und Sirin dazu ermöglicht und ermuntert, Level 9 zu erreichen, damit ich hier weiter trainieren könnte. Vielleicht im Gespräch mit Tötet im Schatten kann es aber sein, dass wir noch irgendwie List oder Wissen bei Dringil anwenden und dann kann es sein, dass er aufsteigt. Das könnte passieren. Und mehr haben wir jetzt eigentlich nicht zu tun, außer vielleicht im Turm nochmal zu schauen. Wir haben leider nicht so viel Geld, um viele weitere Dinge zu tun. Ein Schmied, ein Schlachtverbündeter, der einzigartige Gegenstände des Verkaufs anbietet. Unterricht seiner Ausweichen und Athletik. Sätus wäre als Lehrer vielleicht noch interessant. 2 von 6 Rekruten haben wir schon.
nämlich die oberen und die unteren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 9 Möglichkeiten, richtig? 1, 2, 3, 4. Schwertbrecher ist 4. 5, 6, 7, 8, 9, genau. Wir haben 9 zur Auswahl, aus denen wir 6 Leute rekrutieren können. Den Schicksalsbitter Casper würde ich eher nicht nehmen, weil der nur dafür sorgt, dass wir Skills zurücksetzen können. Und da bin ich bisher relativ zufrieden. Der hier ist günstig mit 5, aber den brauche ich am wenigsten. Also ein Listlehrer wäre interessant. Aber vielleicht ist tatsächlich ein Händler jetzt noch interessanter. Oder so ein Plünderer. Hier, Leichenauge. Ein Schlachtfeldplünderer, der viele einzigartige Gegenstände zum Verkauf anbietet. Wir brauchen auf alle Fälle einen Händler hier. Ach komm. Den werben wir an. So. Und dann hätten wir nichts mehr zu tun, außer jetzt das Gespräch mit Tötet im Schatten zu führen. Aber, liebe Quirlinge, aus Gründen, aus naheliegenden Gründen, führen wir dieses Gespräch erst am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!